Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter One. Ja, ich habe mich hier noch nicht wegbewegt, aber in der letzten Folge sind wir endlich mal in der Hauptstory wieder weitergekommen. Nachdem ich schon verzweifelt gedacht habe, wir müssten jetzt hier diese Nebenquests von der Polizei machen, um überhaupt irgendwie weiterzukommen. Suche nach einem Familienfreund, genau. Und zwar griechische Brücke. Ich glaube, die war direkt, wenn wir rausgehen. Vom Haus, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Moment, da ist auch was blau angezeigt. Das dürfte theoretisch. Stonewood Manor. Ach nee, das ist hier unten das. Verschüttete Erinnerung. Okay, da darf ich mich dann doch lieber nicht nachrichten. Okay, mal schauen. Oh, Moment. Da ist ein Luftballon, Heißluftballon. Der sieht auch so aus, glaube ich, wie der, den ich kenne. Wobei ich jetzt ernsthaft überlege, wo die griechische Brücke sein soll. Weil hier ist, glaube ich, keine Brücke. Oder ist das da hinten, die rechts? Ich weiß es nicht. Wo stehen die denn alle hier? Oh. Goliath would murder us all. Mark my words. Okay. Dann schauen wir doch mal hier. Destruction and trampled ground. Aber ich guck mal eben. Doch, das ist der aber, der da auf dem Boden gelegen hat. Der hat doch genau die gleiche Farbe und alles, meine ich. Hier ist. Oh. Ich wollte gerade sagen, ich stand doch gerade noch woanders. Eine Leiche. Oh, schön. Ich war's nicht. Ich gehe mal wieder. Nein, okay, sie haben es ja schon mitbekommen, dass ich es nicht war. Hog Heaven. Oh ja, ein Platz zum Schwimmen und alles, das ist immer sehr schön. Was ist das hier? Oh, Hinweise. A coal gas tank. Enough to pump up an airship. Ja? Gehört das jetzt dazu? Ja, ne? A coal gas tank. Enough to pump up an airship. Oh, Moment. Ah, ist doch das Messer. Moment. It's seen a lot of use. The blade is worn from grinding. A sailor's knife, useful for cutting wet and thick ropes. Nasse, dicke Seile. Was ist das Blaue hier? Ein Hinweis fehlt noch. Mal wieder irgendwas, was versteckt ist. Oh, okay. Diesmal nicht so versteckt. Fresh signs of impact. A rough landing led to an altercation with this shed. Okay. Zwei neue Hinweise. Hinweis für Gedankenspiele. Ja, zwei neue Hinweise. Moment, Spuren vor dem Schuppen. Vor dem Schuppen mit dem Kohlegestank kam jemand zu Fall und stieß dabei einen Blumentopf um. Zudem ließ die Person dabei ein Seemannsmesser fallen. Entfesseltes Chaos. Als ich einem alten Familienfreund auf seinem Anwesen einen Besuch abstatten... Okay, wir sind wirklich richtig. Abstatten wollte, bot sich mir ein Bild der Verwüstung. Das Tor war von innen aufgebrochen. Oh, sag mir jetzt bitte nicht, das ist der Familienfreund. Der Schuppen beherbergt einen Kohlegastank, ich kann auch nicht mehr lesen, der funktionsfähig zu sein scheint. Vor kurzem ist jemand gegen die Schuppenwand geprallt und hat das Messer fallen lassen. Der Aufprall war wohl nicht sehr sanft. Ja, würde ich sagen, dass wir das jetzt als neuer Hinweis reinmachen. Ja, können wir unheimlich viel kombinieren. Okay, das hieß dann wohl nur so viel, dass wir es reinbekommen haben, aber nicht, dass wir es weiter noch irgendwas... Nee. Die Glühwürmchen, die irritieren mich irgendwie. He was certainly under pressure. Das findest du lustig. Okay. Uff, a contortionist you were not. Naja, okay. Disjointed vertebrae. Difficult to say if it was a way to start or finish him off. Ja, ich gehe mal davon aus, dass das vermutlich... Oh, Moment. A missing pinky, middle-aged. It's none other than Theodore Gilden. Ja, ich hab's geahnt. Scheiße. Oh je, okay, da müssen wir uns unsere Hinweise selber zurechtsuchen. A belt from a dressing gown. Curious.
Eines Morgenmantels, okay. A kneecap reduced to splinters. Oh boy, Sherlock. Another death means another question. And we shall answer the question. It's far too interesting to give it up to the police. Ja, toll. Also ich hätte jetzt eher gesagt, dass wir uns darum kümmern, weil wir ja sowieso zu ihm wollten. Aber okay. Oh, Moment, was ist das? Didn't we get to fly in it as children? I doubt it could hold my weight today. Also vor allen Dingen, ganz ehrlich, wenn man so... Ach, ich kann jetzt gar nicht so hoch gucken. Wenn man so nach oben guckt, der sieht so klein aus. Ich meine, klar, das ist jetzt die Entfernung natürlich. Oh, hier ist noch was. Blut. Oh je. Ja, stimmt. Oh, das ist aber weit... Ja, gekrochen, gezogen worden? Ich weiß es nicht. Moment. A strong pull broke this leash. Okay. Mindestens 2 Tonnen schwer. Ausgewachsener Elefant? Ach du Scheiße. In welche Richtung geht das denn jetzt hier gerade? Poke the elephant with this. Really? People are hopeless. Okay. Ach so, der war dann, verstehe, der war hier drin festgekettet. Ah, Moment. A pool of blood and saliva, possibly as a result of impact. Sherlock, take a picture of the footprint. It's valuable evidence. Okay, machen wir. War das oben oder unten? Das war der Stein, oder? Das war gar nicht... Ach, da oben, okay. Oder müssen wir so drücken, glaube ich, oder? Weil so kann ich jetzt kein Foto machen. This photograph can help us find the old article about the elephants. The front page was fascinating. It was hard to believe as a child. True. We may need it in our investigation. Du weißt schon, dass du hier gerade es dir an einen Tatort gemütlich gemacht hast. Ich meine ja nur. Okay, da hinten haben wir noch was. Also ja, gut. Der hat hier offensichtlich, naja, gewohnt, will ich jetzt nicht sagen. A royal suite for a favorite pet. Plenty of food to satisfy even the most fastidious. Die Frage ist nur, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Elefant ihn jetzt so getötet hat. Was ist das? Ah! Okay, können hier was machen. Ich würde aber gerne vorher noch kurz gucken, ob wir hier noch irgendwelche Hinweise haben. Wir können noch zur Tür rein. Hier ist noch was. An amount of attention that most can only dream of. Okay, das war jetzt nicht allzu viel. Dann schauen wir mal eben nach, was wir hier machen können. Okay, Fußspuren. Das sieht eher danach aus. Also zumindest laut dem, was er gesagt hat. Die Frage ist dann nur... Das könnte theoretisch sein, dass ihn einer weggezogen hat, aber ich denke mal... Nee, weggelaufen wird er, glaube ich, nicht sein. Weil das sind richtige Schleifspuren. Ob der Elefant ihn... Machen Elefanten sowas? Also ich meine, ich gehe jetzt mal nicht davon aus. Ich würde jetzt eher sagen, dass das einer beobachtet hat, eventuell. Und ihn dann versucht hat, wegzuziehen, als der... Ja... Also jemand, der es gut mit ihm gemeint hat. Ich weiß nicht, was der Elefant jetzt hier gemacht hat, aber ich glaube, der haut jetzt nur... Achso, da hinten. Der haut jetzt nur ab. Da ist der andere. Ach! Okay, der hat sich dann... Ah, verstehe. Das könnte so gewesen sein, ja. You're not even trying, Sherry. War es aber nicht. Okay, dann gucken wir nochmal. Er ist geflüchtet, ja.
Ach so, verstehe. Aber wer ist dann hier gegengeknallt? Er hatte doch gesagt, wo ist denn... John erinnert mich an einen alten Zeitungsartikel aus unserer Kindheit. Das war das erste Mal, dass ich eine dieser wunderschönen Kreaturen gesehen hatte. Ich kann im Archiv der Zeitungsredaktion nachsehen. Ah, es handelte sich bei dem Artikel um den Bericht eines Wissenschaftsjournalisten auf der ersten Seite. Der Artikel müsste vor etwa 10 Jahren gedruckt worden sein. Ah, sehr schön. Dann können wir da auch noch weitermachen. Das ist schon mal ein guter Hinweis. Entfesseltes Chaos, das hatten wir ja eben... Neben einer kleinen Blutlache liegt ein Dressurhaken auf dem Boden, der ja doch sauber ist. Ja, was heißt sauber? Es ist kein Blut dran, ja, aber... Mit einem kräftigen Ruck hätte das Tier die Eisenkette zerrissen, mit der es im Zaun gehalten worden war. Der Schuppen beherbergt einen Kohlegastank, der funktionsfähig zu sein scheint. Vor kurzem ist jemand gegen die Schuppenwand geprallt, das meine ich nämlich, und hat ein Messer fallen lassen. Der Aufprall war nicht sehr sanft. Also ich vermute mal, dass ich recht hatte mit diesen, weil es gibt ja nicht viele Varianten, dass der dagegen geprallt ist. Aber ich weiß jetzt nicht, ob der Elefant ihn mitgeschleppt hat. Das kann ich mir jetzt nicht so richtig vorstellen. Oder ob er ihn... Aber er hatte keine Stichwunde, soweit ich weiß, ne? Ich probiere es einfach mal aus, ob der Elefant ihn vielleicht... das ist der... Ja klar, das ist der Typ, den wir gesucht haben. Der ist aber definitiv nicht darüber gelaufen, weil es sind Schleifspuren. Also das glaube ich nicht. Ich könnte es mal ausprobieren mit dem Elefanten so... You're not even trying, Sherry. Concentrate. Okay, dann würde ich sagen, dass wir das lassen mit dem Schleifen und dass der eine Typ ihn hier irgendwie angegriffen hat. Ach, das habe ich noch gar nicht gesehen hier. Das könnte natürlich auch sein. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Okay, dann nicht. Dann machen wir das wirklich, dass der... Ach, er hat ihn auch nicht erstochen. Er hat... Ja, gut. Er hat Blut am Arm gehabt. Das ist schon richtig. Nur wie das dann mit dem Elefanten zusammenhängt, ist so eine Sache, das verstehe ich irgendwie nicht. Aber ich probiere es trotzdem mal aus. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Warum? Aber ich glaube nicht, wenn das jetzt sein Haustier gewesen ist, dass er ihn angegriffen hat. Also irgendwie... hatte ich die Kombination jetzt schon? Ich weiß es nicht. Probier's nochmal kurz. You're not even trying, Sherry. Okay, ich kann mich wieder nicht bewegen. Komm, lass mich doch mal... Also, ich probier's einmal aus mit dem... Mit dem hier? You're not even trying, Sherry. Dann nicht. Concentrate. Neuer Eintrag in Johns Tagebuch. Oh oh. Was denn? Ah ne, Johns Tagebuch. Da ist aber doch gar nichts drin. Muss ich vielleicht erstmal die Gedankenspiele hier machen? Der Elefant Goliath könnte Theodor Gilden angegriffen haben, um auszubrechen. Okay. Lass ich mal so stehen. Da können wir nichts mehr machen. Dann von mir aus mache ich das wieder so. Die Frage, ob er ihn mitgeschliffen hat, das kann ich mir nicht vorstellen. In a fit of rage, okay, the elephant broke the chain and threw its victim on the ground with a fierce power. Escaping the scene, it pulled the body with it, but dropped it at the gate. At least some of this was witnessed by a third party who was hurled against the shed. The elephant can't have gone too far, I can still track it. Well, suppose you find it, then what?
push it all the way back to the manor? Ja, eine plausible Frage. Also, mal gucken. Die Tür war ja eben gelb, aber wir kommen nicht rein. Okay, das ist schlecht. Ja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, so wie es aussieht, als... Wobei ich jetzt natürlich nicht weiß, können wir vielleicht hier noch Zeugen befragen oder sowas? Da ist auch noch was. Destruction and trampled ground. Mal mit euch reden. Could you help me? Excuse me? What? I'm not sure I know. May I ask you something? Excuse me? What? I'm not sure I know. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Ja, ist ja gut. Ich meine, was haben wir denn jetzt hier? Spuren vor dem Schuppen. Vor dem Schuppen. Diese Person wurde beim Ausbruch getroffen. Ach so, das ist jetzt quasi, dass wir das erledigt haben. Entfesseltes Chaos. Ja gut, das ist natürlich noch nicht so richtig erledigt. Tierischer Verdächtiger. Es mag zwar unglaublich klingen, aber auf Cordona gibt es tatsächlich einen Elefanten. Das Tier ist groß genug, um 18 Zoll große Fußabdrücke zu hinterlassen. Der Elefant ist ausgebrochen, kann aber nicht weit gekommen sein, ohne Aufmerksamkeit erregt zu haben. Okay. Das ist das mit dem Artikel. Da gehe ich auf jeden Fall auch nochmal rein. Dann würde ich sagen, dass ich das reinmache. Gedankenspiel ist schon wieder was Neues. Beschädigte Schuppenwand. Goliath könnte Mr. Gilden getötet haben. Jemand wurde Zeuge des Geschehens auf Mr. Gildens Anwesen. Die Person verlor ihr Messer und könnte verletzt worden sein. Okay. Können wir dich jetzt nochmal... That's a question I can answer. Aha, aha. Okay, wir kommen weiter. Tierischer Verdächtiger. Der Elefant mit dem Namen Goliath überquerte die griechische Brücke in Richtung des Waldes, in den Theodor Gilden ihn stets mitgenommen hatte. Okay, seine Spuren führen zum Wald. Können wir die denn vielleicht ansehen? Er überquerte die Brücke. Was? Leidet an einer Lungenkrankheit. Oh je. Ich habe die Brücke immer noch nicht so... Also ich denke mal, das ist aber doch nicht die Brücke, oder? Moment, ich gucke hier nochmal eben. Da ist die Brücke. Also doch. Ist da ein Wald? Müssten wir dann gleich gucken. Also hier in die Richtung sehe ich auf jeden Fall keine eingezeichnete Brücke. Was ist das hier? Ruf des Anwesens der Gilden. Schlüssel haben wir. Okay. Okay. Dann schauen wir mal. Da ist die Brücke. Können wir hier irgendwelche Fußabdrücke sehen? Bisher nicht. Aber gut, er hat ja jetzt auch gesagt, bis zum Wald. Die Frage ist, wo ist jetzt der Wald? Links, geradeaus kommen Häuser. Ich schaue erstmal links rum. Hier ist Wasser, wenn ich das richtig sehe. Okay, da ist jetzt kein Wald. Das ist wahrscheinlich ein Anwesen, nehme ich mal an. Es ist kein Wald hier. Kommen wir da weiter? Sind wir jetzt gerade auf dem Anwesen drauf? Sind wir jetzt von oben auf das Anwesen drauf gekommen? Ich bin mir nicht sicher. Hier gibt es auch nochmal Brücken, aber hier ist kein Wald. Dafür ist hier ein schönes Örtchen. Oh, Moment. Was ist das? Das sieht man doch sehr. Wenn ich es denn mal fixieren könnte. Nach öliges Wasser. Elefant ging tiefer hinein. Okay. Was ist das? Oh. Strange. It was hung with care. Okay. Moment. Das möchte ich aber dann richtig sehen können.
Kann man? Doch, kann man. The game has escaped us for now. We'll find a solution to the elephant problem later. Okay. Brief mit Tintenflecken. Werter Theodor, ich schreibe Ihnen als ein Mann der Insel, wie auch Sie ein Mann der Insel sind. Ich schätze unsere Freundschaft, doch auch die Zufriedenheit unserer Mitbürger liegt mir sehr am Herzen. Ich fürchte, ich kann nicht länger zulassen, dass mir aufgrund unserer Freundschaft die Hände gebunden sind. Ihre Nachbarn vertreten die Auffassung, dass ich nicht in der Lage bin, durchzugreifen. Sie halten Ihren Baum für eine Provokation und nicht, wie von Ihnen beabsichtigt, für ein Friedensangebot. Welchen Baum? Die Menschen haben Angst, weil sie sich weigern, ihren Elefanten einem fähigen Tierpfleger anzuvertrauen und stattdessen versuchen, ihn mit ihren rudimentären Kenntnissen zu dressieren. Die Situation ist so nicht länger ertragbar. Ich muss zugeben, dass ich bereits daran gedacht habe, den Elefanten konfiszieren zu lassen und in Mr. Tailhards Obhut zu übergeben. Schließlich hat er gezeigt, dass er sich um seinen Elefanten Bean zu kümmern weiß, wenngleich ich einräumen muss, dass es sich um ein Weibchen handelt, das weniger angsteinflößend ist als ihr Ungetüm. Bitte überdenken Sie Ihr Handeln in der gegenwärtigen Situation. Sir William Sinclair, Gouverneur von Cordona. Ja, wer das geschrieben hat, hat, glaube ich, noch nie ein Weibchen, das ihr Junges beschützen möchte, gesehen. Speziell bei Elefanten. So, ja. Warum wird das hier so dunkel? Außerdem vibriert das. Also irgendwas, jetzt vibriert es wieder. Hab ich mich jetzt erschrocken? Ich dachte gerade, der Elefant ist zurückgekommen. Okay. Schlüssel aus dem Morgenmantel. In Theodor Gildens... Heißt das eventuell, wir können die Tür jetzt öffnen? Das wäre natürlich cool. Jetzt habe ich absolut keine Ahnung, wie ich jetzt hier wieder rauskomme. War das hier auf der Seite? Das wäre natürlich cool. Dann können... Ja, genau, hier. Dann können wir ins Haus rein. Jetzt muss ich nur den Weg wieder zurückfinden. Doch, die Brücke war doch jetzt hier rechts, oder? Ich fürchte nicht. Moment. ich wusste es. Ich bin zu weit reingelaufen. Okay, das war jetzt wieder so klar. Aus dem Weg, bitte. Hier? Hier. Okay. Warum laufen mir eigentlich so viele Matrosen in der Gegend rum? Egal. Wir müssen auf jeden Fall gucken, ob dieser Schlüssel der Hausschlüssel ist. Das wäre natürlich super. Zumal das ja auch, so wie ich es verstehe, sein Morgenmantel ist. Ja, aus Theodors Morgenmantel. Oder können wir... Moment. Oder können wir das hier öffnen? Hog Heaven. Polizei ist da. Polizei ist da, aber ich kann ja anscheinend... Oh, hab ich mich jetzt auch schon. Aber ich kann ja anscheinend nicht wirklich was machen. Hi. Oh, why do I get the worst jobs? Das weiß ich auch nicht. Aber wenn Sie so einen miesen Job haben, kündigen Sie doch einfach und suchen sich einen neuen. Ja, perfekt. Der Schlüssel hat gepasst. Und ich denke mal, da das doch ein relativ großes Haus sein wird, ich weiß es nicht, ich habe mich ja noch nicht so umgeschaut hier, würde ich normalerweise sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und dann schauen wir, dass wir den Rest dieses Rätsels in der nächsten Folge lösen können. Bis dann. Ciao.